Das Thema Eigenkapital ist ein ganz zentrales Thema bei der Baufinanzierung, bei der Immobilienfinanzierung und deswegen sprechen wir heute über den optimalen Eigenkapitaleinsatz beim Neubau und bei der Bestandsimmobilie. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu Baufinanzierung, Planen, Verstehen und Umsetzen. Und heute habe ich euch insgesamt 4 wichtige Punkte vorbereitet. Und bevor wir einsteigen ins Thema, ein ganz wichtiger Hinweis. Diese Videos sind natürlich nur Beispielvideos, wo ich ganz vereinfacht erkläre, wie die Dinge funktionieren. Zu eurer persönlichen Situation solltet ihr euch natürlich immer noch mal individuell beraten lassen. Und vergleicht euch auch nicht mit eurem Nachbarn, mit eurem besten Freund, mit eurer besten Freundin oder mit eurem Arbeitskollegen, weil jede Situation ist tatsächlich individuell zu betrachten. Und wenn ihr auch über uns eine Beratungsanfrage stellen könnt, dann könnt ihr das machen. Wir beraten deutschlandweit. Alle Informationen dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn wir Kapazitäten frei haben, dann können wir auch euch beraten und eure Baufinanzierung umsetzen. Und jetzt lasst uns einsteigen ins Thema und in Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 1 ist der sogenannte Beleihungsauslauf, der für den optimalen Eigenkapitaleinsatz wichtig ist. Aber ich erkläre jetzt auch das Wort oder den Begriff Beleihungsauslauf. Was heißt das überhaupt? Und dafür brauchen wir natürlich als erstes ein Beispiel. Und als Beispiel nehmen wir eine Immobilie mit einem Kaufpreis. Das ist jetzt die Abkürzung für Kaufpreis KP in Höhe von 300.000 Euro. Ihr habt Eigenkapital, Abkürzung EK, in Höhe von 100.000 Euro. Und die Bank sagt jetzt, die 300.000 Euro setzen wir als 100% an. Ja, 100% sind bei der Bank 300.000 Euro. Und für diese 100% bekommt ihr einen Zinssatz in Höhe von 1,5%. Jetzt sagt ihr, wir wollen aber Eigenkapital einsetzen. Dann passiert Folgendes. Ihr müsst ja erstmal die Kaufnebenkosten bezahlen. Und das kürze ich jetzt mal ab mit KNK, Kaufnebenkosten, Grunderwerbssteuer, eventuell Makler, wenn einer dabei ist, Eintragung ins Grundbuch, Notar muss bezahlt werden. Und diese Kaufnebenkosten betragen ja immer so zwischen 5% und 15%. Wir nehmen jetzt hier mal einen Mittelwert, damit wir rechnen können. Und wir nehmen hier mal 10% und bei 10% sind wir bei 30.000 Euro. Und diese Kaufnebenkosten müsst ihr erstmal aus eurem Eigenkapital bezahlen. Das heißt, wir müssen hier von den 100.000 Euro, das schreiben wir jetzt nochmal hier neben, von den 100.000 Euro, oh Gott, wie sieht das denn aus? 100.000 Euro, da ziehen wir jetzt erstmal die Kaufnebenkosten ab. Das heißt, wir sind bei 70.000 Euro. Jetzt haben wir noch 70.000 Euro zur Verfügung und wir wollen ja von diesen 100% runterkommen, weil wir einen besseren Zinssatz haben wollen. Wir wollen im nächsten Step auf 90% kommen. Dann finanzieren wir 270.000 Euro und dann müssen wir weitere 30.000 Euro von unserem Eigenkapital aufwenden. Da haben wir ja jetzt nach Adam Riese noch 40.000 Euro übrig. So, und der Zinssatz, den ihr jetzt bekommt, ist eine 1,2%. Und jetzt könnt ihr euch das so vorstellen, über jeden 10er-Schritt, den ihr weiter nach unten kommt, bekommt ihr von der Bank ein besseres Angebot. Und deswegen müsst ihr immer überlegen, wie setze ich denn mein Eigenkapital ein? Das hängt natürlich von dem Kaufpreis der Immobilie ab und es hängt natürlich auch davon ab, wie die Bank das Haus bewertet, weil diese 100%, die ich jetzt hier oben eben reingeschrieben habe, dass einfach das Haus mit dem Kaufpreis zu 100% bewertet wird, ist nicht immer so. Und die Bank bewertet nämlich nochmal das Haus und dann wird diese 100% in der Regel ermittelt und dann werden diese Abstufungen gemacht, wie die Bank
die Immobilie bewertet. Dazu hatte ich mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch hier oben. Aber vom Grundprinzip her funktioniert es genau so. Und jetzt muss man überlegen, wie viel Eigenkapital habe ich, wie kann ich das Eigenkapital schlau einsetzen, dass ich diese Stufen weiter nach unten komme. Und da kann es schon mal sein, dass man natürlich, ich sage jetzt mal 50.000 Euro Eigenkapital hat, was ja schon sehr viel Geld ist, aber dass diese 50.000 Euro nicht ausreichen, wenn man die Kaufnebenkosten bezahlt hat, um dann nochmal die nächsten Schritte groß runter zu machen. Und deswegen ist da auch ein ganz wichtiger Punkt, der kommt aber auch gleich noch dran, das Thema der Liquidität. So, und jetzt kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, nämlich wie ist denn die zeitliche Abfolge, wie ihr das Eigenkapital einsetzen müsst. Und dafür male ich uns mal einen Zeitstrahl. Und der Zeitstrahl für eine Bestandsimmobilie sieht so aus, dass ihr in der Regel erstmal euer Eigenkapital einsetzt. Also ihr zahlt davon zum Beispiel die Kaufnebenkosten, Grunderwerbsteuer und Co. Und im nächsten Step zahlt dann die Bank den Kredit aus. Das heißt, ganz vereinfacht dargestellt, immer erstmal Eigenkapital aufbrauchen und dann zahlt die Bank den Kredit aus. Wenn wir jetzt, wie hier in dem Beispiel, aber noch 40.000 Euro übrig haben, wie wird dann verfahren? Dann werden diese 40.000 Euro natürlich ausgeklammert. Das heißt, die 40.000 Euro verbleiben auf eurem Konto, weil die nicht in der Kalkulation mit berücksichtigt worden sind. Und genauso oder nicht ganz genauso, aber so ähnlich stellt sich das Ganze bei einem Neubau dar. Immer erstmal das Eigenkapital, also es wird immer erstmal das Eigenkapital verwendet und dann wird der Kredit ausgezahlt. Und beim Neubau ist es ja so, dass ihr in Bauabschnitten in der Regel bezahlt. Ja, am Anfang zahlt ihr das Grundstück, das kürze ich jetzt mal mit GS ab. Am Anfang wird das Grundstück bezahlt und dann wird ja der Bau vorbereitet und dann kommt ja Stück für Stück, wird ja das Haus gebaut und das Ganze wird in sogenannte Bauabschnitte immer getrennt und zu diesen Bauabschnitten sind immer die Zahlungen fällig. Und auch hier ganz wichtig, auch bei dem Beispiel, was wir hier hatten mit den 40.000 Euro, die übrig bleiben, die 40.000 Euro werden natürlich von dieser Kalkulation immer ausgeklammert. Das heißt, erstmal werdet ihr dieses Eigenkapital, die 30.000 Euro, die ihr nochmal extra für den Bau verwenden wolltet, aufgebraucht und dann fängt an, der Kredit auszuzahlen. Und die 40.000 Euro, speziell beim Thema Neubau, solltet ihr euch immer übrig behalten, weil jeder, der schon mal gebaut hat, weiß, dass am Ende hat man einfach, braucht man immer noch mal Geld. Ja? Also Geld hat man in der Regel am Ende nicht übrig. Und dann sind wir auch schon bei Punkt Nummer 3 und Punkt Nummer 3 ist das Thema der Liquidität. Ein ganz wichtiger Hinweis: Verwendet nicht euer komplettes Eigenkapital, dass ihr nachher auf Null seid. Das sage ich auch immer in den Beratungen. Ihr müsst das Haus ja noch einrichten, eventuell gibt es noch irgendwelche Dinge daran zu machen und ihr solltet auch nie komplett auf Null runterfahren, falls ihr mal in den nächsten Jahren Instandhaltungsmaßnahmen habt. Jetzt nicht unbedingt beim Neubau, aber bei der Bestandsimmobilie. Haltet euch immer eine Reserve und schaut, dass ihr genügend Liquidität habt. Und da sind wir auch schon bei Punkt Nummer 4. Und Punkt Nummer 4 ist das Thema des Tilgungsplanes. Ihr könnt nämlich anhand des Tilgungsplanes genau von Anfang bis Ende planen, wie die Baufinanzierung läuft. Und da müsst ihr natürlich schauen, wie viel Eigenkapital ihr einsetzt, damit ihr einen günstigen Zins bekommt, genauso wie ich das am Anfang unter Punkt 1 euch gezeigt habe. Und dann im nächsten Step müsst ihr einfach schauen, dass ihr genug Liquidität habt und das Ganze dann auf den Tilgungsplan ausrichten. Zum Thema Tilgungsplan habe ich jetzt vor einigen Tagen auch ein Video, ein sehr ausführliches Video veröffentlicht. Das verlinke ich euch auch nochmal direkt hier oben. Könnt ihr euch ja jetzt im Anschluss anschauen. Eure Fragen unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.